Google Pixel 5 oder Nokia 8.3 5G, das fragen sich viele von euch. In diesem Vergleich treten beide Geräte gegeneinander an. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das Pixel 5 eindeutig mit 80-45 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: ist staub- und wasserdicht, Spritzwasserfestigkeit, 69 Gramm leichter, 1 mm dünner, 8,2 mm schmaler, 27 mm kürzer und 33% geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm ist das Pixel 5 mit 73-48 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 11,9% höhere Pixeldichte, besitzt bruch- und kratzfestes Glas, OLED- bzw. AMOLED-Bildschirm und Bildschirm ist immer an. Das Nokia 8.3 5G kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 2,6% höhere Auflösung, 13,5% größere Bildschirmgröße und besitzt ein IPS-Panel. Leistung. Bei der Kategorie Leistung ist das Nokia 8.3 5G mit 79-76 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: hat einen externen Speichereinschub und 18,3% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Beim Punkt Kameras gewinnt das Pixel 5 knapp mit 68-65 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, 10,5% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen und es hat einen manuellen Fokus. Das Nokia 8.3 5G hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 2,8-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 3-fach mehr Megapixel der Frontkamera, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, hat ein Markenobjektiv und eine Blitz-LED mehr. Audio. Bei der Kategorie Audio gewinnt das Nokia 8.3 5G eindeutig mit 62-44 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: hat einen 3,5 mm Klinkenstecker und hat ein Radio. Das Pixel 5 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher und ein Mikrofon mehr. Akku. Beim Punkt Akku ist das Pixel 5 mit 95-65 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: kann kabellos aufgeladen werden und kann andere Geräte kabellos aufladen, Reverse Wireless Charging. Das Nokia 8.3 5G hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: 10,3% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Pixel 5 deutlich mit 88-81 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, 40% schnellere Uploads, 1.1 aktuellere USB-Version, hat einen Barometer und hat Bluetooth aptX. Ergebnis. Das Google Pixel 5 liegt in der Gesamtwertung mit 79 eindeutig vor dem Nokia 8.3 5G mit 63 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.